länger leben, der ultimative Traum fast jedes Menschen. Wissenschaftler haben ein Programm entwickelt und getestet, wie jeder in 3 Monaten seine Telomere und damit sein Leben verlängern kann. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Umso länger die Telomere, umso länger das Leben. Diese einfache Formel habe ich dir schon in meinem Video, in meinem Grundlagenvideo über die Telomere erklärt und das dann auch belegt. Das Video findest du in der Infobox oder auch am Ende des Videos werde ich das nochmal verlinken. Ich glaube, auch wenn du bei Telomere bei YouTube eingibst, dürfte mein Video auch unter den ersten 1, 2, 3 Videos sein. Nur ganz kurz für alle, die es noch nicht gehört haben, denen die Quintessenz ausreicht. Telomere sind schützende Proteinkomplexe, die sich wie Schutzkappen über die Chromosomenenden legen. Und ja, unsere Zellen im Körper, das weißt du bestimmt, die teilen sich ständig. Und umso öfter sich die Zellen teilen, umso älter ist man dann eben auch. Und umso kürzer sind eben auch die Schutzkappen. Das heißt, mit jeder Teilung sinken auch die Schutzkappen. Und so kann man dann halt auch das Alter anhand deiner Telomere schätzen. Wie gesagt, du kannst dir relativ sicher merken, umso kürzer die Telomere, umso kürzer noch die Lebenszeit, die dir bleibt. Man kann also aus der Länge der Telomere Rückschlüsse auf deine noch vorhandene Lebenszeit schließen. Ausgenommen natürlich Unfälle und was, wir sind ja nicht im Bereich der Esoterik, sondern halt einfach, wenn du normal weiterlebst. Zudem sind kürzere Telomere auch mit Krebs, Schlaganfall, mit Gefäßerkrankungen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Osteoporose, mit Demenz und auch mit Diabetes assoziiert. Ja, was alles auch nicht hilft, wenn es um die Länge und vor allem um die Qualität des Lebens geht. Also, daraus folgt, da ist die Einleitung zu Ende, ich will, dass meine Telomere so lang wie möglich sind, weil ich damit wahrscheinlich, wenn ich eben keinen Unfall habe oder mir jemand auf den Kopf haut, noch sehr lange lebe. Also ran an den Speck. Oder eben nicht. Also in dieser Studie, die natürlich auch unten verlinkt ist, hat man für 3 Monate 4 Dinge im Leben geändert. Und jetzt wird es interessant. Danach hat man 5 Jahre lang nicht mehr in das Leben desjenigen Menschen eingegriffen. Man hat nur diese 3 Monate etwas verändert. Und hat das dann einfach laufen lassen. Also wirklich nur 3 Monate. Und dann, nach 5 Jahren, die Langzeitwirkungen dieses Experimentes gemessen. Das heißt, jeder der Versuchsteilnehmer konnte frei entscheiden, ob er die 4 Änderungen im Leben weiter durchgeführt hat oder eben nicht. Unabhängig davon wurde dann nach 5 Jahren gemessen. Man hat also das dann nicht gesagt, jetzt nur die jetzt weiter so gemacht haben oder die nicht gemacht haben. Man hat alle untersucht. Und das ist insofern interessant, weil du dadurch dir keine Gedanken machen musst, was nach den 3 Monaten mit dir passiert. Denn in der Studie, da wurden einfach alle Teilnehmer nach 5 Jahren getestet. Und im Schnitt haben sich nicht nur die Telomere relativ weniger verkürzt, sondern es gab sogar ein relatives Wachstum. Also quasi eine Verjüngung in Relation zum Ausgangspunkt. Das geht natürlich wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad. Das sollten uns, glaube ich, alle einig darüber sein. Ich vermute, kleiner Exkurs, das ist nicht belegt, das ist nicht wissenschaftlich, dass man aus meiner Sicht, man sich nur zu seinem normalen biologischen Alter verjüngen kann. Also wenn ich jetzt, oder wenn du jetzt 35 bist, aber deine Telomere aufgrund deiner bisherigen Lebensentscheidung so aussehen, als wärst du 40, dann kannst du dich wahrscheinlich auch nur, oder die Telomere nur so weit verlängern und dich entsprechend verjüngen, bis du wieder bei 35 bist. Ja? Vermutung. Ende persönliche, nicht wissenschaftlich bestätigte Theorie. Kleiner Exkurs. Zurück zu den belegten Fakten. Nach 5 Jahren hatte die relative Telomerlänge in der Gruppe, wo man die 4 Änderungen vollzogen hat, sich erhöht. Und in der Gruppe, wo man nichts gemacht hat, also in den 3 Monaten, verringert. Wie hat man denn nun verjüngt? Was waren denn die 4 Maßnahmen, die du alle direkt ab heute umsetzen kannst und dich damit mit Sicherheit verjüngen kannst?
Der erste Punkt ist die Ernährungsumstellung. Der zweite Punkt ist die soziale Umstellung. Der dritte Punkt ist die bewegungstechnische Umstellung. Und der vierte Punkt ist die geistige Umstellung. Und da jeweils was ganz Konkretes. Arbeiten wir das jetzt mal Stück für Stück ab. Am schnellsten geht die Bewegungsumstellung. Jede der Personen in dieser Studie musste für 3 Monate an 6 von 7 Tagen, also alles außer Sonntag quasi, 30 Minuten spazieren gehen. Jeden Tag. Ist echt überschaubar. Für die meisten. Aber es gibt einige, die sagen, 30 Minuten spazieren gehen. Warum? Muss doch nicht so. Ne? Egal. 30 Minuten spazieren gehen. An 6 von 7 Tagen. Geistige Umstellung. Damit ist gemeint, dass du 60 Minuten jeden Tag zur Ruhe kommst und Entspannungsübungen machst, autogenes Training, Atemübungen, Fantasiereisen oder was auch immer. Aber für dich alleine 60 Minuten einfach bist und irgendwas machst. Das ist die zweite Umstellung. Ne? Das ist schon für die meisten eher eine Herausforderung, mal 60 Minuten mit sich allein zu sein und sich da zu kümmern. Aber hey, es geht darum, sich zu verjüngen und damit länger zu leben. Kann man auch mal 1 Stunde am Tag Zeit investieren, sich zu entspannen. Was für die meisten ja eigentlich cool sein sollte. Also für mich wäre es auch cool. Auch wenn es manchmal tatsächlich schwer ist, da reinzukommen. Drittens, die Ernährungsumstellung. Was ist die beste Ernährung, um lange fit und gesund zu bleiben, beziehungsweise sich sogar temporär zu verjüngen? Du kannst natürlich, das steht dir frei, den ketogenen YouTuber, dem spirituellen Lichtkrieger oder dem Low-Carb-Guru vertrauen. Oder du hörst einfach auf die Wissenschaft. Nicht immer hat der, der am lautesten schreit, recht, sondern er schreit einfach am lautesten. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Sie liegen ja auf dem Tisch schon seit Jahren. Wenn man sich die Ernährungsempfehlungen der größten Ernährungsinstitute der Welt anschaut, wenn man sich die großen Metastudien anschaut, kommt ja immer dasselbe raus. Was hat man also gemacht, um die Menschen nachweislich zu verjüngen in der Ernährung? Kannst du dir ganz einfach merken. Erstens, viel Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte und Obst. Ganz einfach. Weiterhin, zweitens, wenig Fett, das bedeutet unter 10% und wenig kurzkettige Kohlenhydrate zum Dritten. Diese 3 Sachen, also eine einfache pflanzliche Vollwerternährung, die ich auf diesem Kanal immer wieder predige. Lass dich nicht verunsichern von, wie soll ich das ausdrücken, latent aggressiven Ernährungsgurus, die regelmäßig Pipi in den Augen bekommen, wenn ihre Ideologie angegriffen wird. Also. Viertens, soziale Anpassung. Einmal die Woche, nur für 3 Monate, musst du dich 60 Minuten mit anderen Menschen treffen, die was Ernährung, Sport, Meditation oder Stressbearbeitung und so weiter ausgebildet sind. Und dich in diesen ersten 3 Veränderungen, die wir genannt haben, Bewegung, die Ernährung und die Entspannung, dass sie sich da unterstützen, also als soziale Komponente. Und das Letzte ist wahrscheinlich auf der einen Seite ja, nur ein Motivationsbooster, um die 3 Monate durchzuhalten, aber auf der anderen Seite bedient es auch so ein bisschen den Aspekt soziale Isolation zu verhindern, was definitiv für viele Menschen ein ganz großer Punkt ist, der das Altern vorantreibt und den viele Menschen auch nicht bearbeiten wollen. Soziale Isolation ist ein großes Problem. Auch dazu und generell zur Gerontologie, also der Wissenschaft des Alterns, hast du hier auf dem Kanal eine Fülle an Videos. Ja, und das war's. Ist recht einfach, oder? Bisschen spazieren, chillen und eine gesunde pflanzliche Vollwertkost. Und dann einmal die Woche noch zu jemandem gehen, der sich mit diesen 3 Dingen auch so ein bisschen auskennt. Kann das Rezept für gesundes Altern so einfach sein? Chillen, spazieren gehen, sich gesund ernähren? Ja. Denn das, was du wirklich brauchst im Leben, aus meiner Erfahrung, ist immer einfach. Wir werden nur zugemüllt mit Informationen, um uns zu manipulieren. Um dass wir Produkte kaufen, die wir gar nicht brauchen. Arbeit ausführen, die nur anderen dient und, ja, und uns auch verunsichern lassen. Damit wir nicht selbstständig unseren Weg gehen und alles absichern wollen. Wir werden gehindert, daran ein zufriedenes Leben zu leben, ganz häufig. Chillen,
spazieren, gesund essen. Wenn du das garnierst mit einer selbstgewählten, sinnstiftenden Arbeit für andere und einem sozialen Umfeld, die ebenso leben wie du, voilà, dann hast du es geschafft. Mehr braucht es nicht. Wenn du noch mehr Fachwissen zu Telomeren haben möchtest, kannst du dir auch gern mein Video anschauen, was ich dir vorhin schon empfohlen habe, oder auch, da geht es noch tiefer, ein Buch der Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn reinziehen, was ich dir unten verlinkt habe, und die ist mit Sicherheit, geht noch mehr in die Tiefe und das ist noch besser. Also, alles Liebe und danke für deinen Support für den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dein Samu.